Die bekannte Dr. Leberstraße gehört zu den befahrensten Straßen Wismars. Rechts abgehend von der Schweriner Straße mündet sie in die Rostocker Straße, kurz vor der Hochbrücke. Die große Straße in Wismar Süd ist ca. 1 Kilometer vom Zentrum entfernt und vereint verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Der Namensgeber der Straße, Dr. Julius Leber, war ein deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Katrin Rehmer von der Wohnungsbaugesellschaft Wismar stellt das seniorengerechte Haus vor. Es sind hier insgesamt 12 Wohnungen, alle altengerecht, alles Zweizimmerwohnungen, zwischen 60 und ungefähr 70 Quadratmeter groß. Und bis auf 2 Dachgeschosswohnungen haben auch alle einen Balkon. Vor dem Mehrfamilienhaus der Wobau saß der Landkreis Nordwestmecklenburg sowie das Ordnungsamt in der Dr. Leberstraße.